Legt mehr Wert auf die Praxis als auf die Theorie. Versucht zwischen der spirituellen und der intellektuellen Arbeit besser zu unterscheiden. Nehmt zum Beispiel eine Orange. Intellektuell betrachtet könnt ihr eine Menge über sie erfahren. Ihr Herkunftsland, ihre Geschichte, ihr Gewicht, ihre Form, ihre Eigenschaften, die chemischen Elemente, aus denen sie zusammengesetzt ist, die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten, sogar ihre Symbolik. In einer Einweihungsschule lernt ihr möglicherweise nichts von all dem, dafür lernt ihr aber das Wesentliche, die Orange zu kosten. Genau das ist die spirituelle Arbeit. Nicht so viele theoretische Kenntnisse anhäufen, sondern die Orange essen, das heißt anwenden, praktizieren. Dies ist schwieriger und verlangt Anstrengungen, aber nur so kann man sich verwandeln. Natürlich kann man nicht leugnen, dass es interessant, ja sogar nützlich ist zu erfahren, wie sich die Menschen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden bemühen, die Geheimnisse des Universums aufzudecken und sich dem Göttlichen zu nähern. Aber das genügt nicht. Da diese Religionen und philosophischen Systeme nur von unserer Vergöttlichung, von unserer Herrlichkeit, von unserer Vollkommenheit sprechen, muss man sich anstrengen, um dieses Ideal zu erreichen. Ahmt nicht all jene Leute nach, die zu gelehrten Vorträgen über Weisheit und Wissen früherer Eingeweihte eilen und dabei übersehen, dass sie selbst klein, unbedeutend und schwach bleiben, unfähig, ihr Leben vernünftig zu führen. Das ist lächerlich und hat mit Spiritualität nichts zu tun. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.